Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Mein heutiger Gast ist mit Leib und Seele Mentalcoach. Er verbindet aktuelle Forschungsergebnisse mit viel Lebenserfahrung und zeigt klare und machbare Wege, wie du deinen Stress beherrschen kannst. Wenn man sich im Agility mit diesem Thema befasst, kommt man nicht an ihm vorbei. Sein Name taucht auf und jeder, der schon einmal bei ihm war, schwärmt in den höchsten Tönen von ihm. Über 3.100 Menschen haben sein Stressmanagement und Mentaltraining bereits besucht. Damit ist er einer der gefragtesten Mentaltrainer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er coacht Sportler, von Fußball bis Reiten, von Leichtathletik bis Triathlon und natürlich ganz viele Hundesportler. Seine Sportler führte er schon zu deutschen, Europa- und Weltmeistertiteln. Seit 2 Jahren ist er der offizielle Mentalcoach der deutschen Obedience-WM-Mannschaft. Neben all dem ist er auch noch Autor. Sein Buch »Im Training lief es doch so gut« ist ein richtiger Bestseller. Und heute ist er Gast in diesem Podcast. Ich freue mich sehr auf das, was er uns nun mit auf den Weg gibt. Hallo und herzlich willkommen und vor allen Dingen vielen, vielen Dank für deine Zeit, Friedrich Suhr. Hallo Jan, schön, dass ich bei dir sein darf. Den meisten meiner Zuhörer wärst du auf jeden Fall ein Begriff sein, aber lass uns trotzdem mal mit einer sehr allgemeinen Frage starten. Was genau machst du so? Ja, ich bin Mentalcoach, bedeutet, ich weiß einiges über die mentale Ebene von Menschen und setze das für Menschen ein, im sportlichen Bereich, im Lebensbereich, im beruflichen Bereich, auf der vollen Bandbreite. Ich habe dazu ein Buch geschrieben, ich mache viele Einzelcoachings und ich gebe auch Seminare und die Einzelcoachings und Seminare im gesamten deutschsprachigen Raum. Ja, und da ich früher selbst aktiver Agility-Sportler war und ich, seitdem ich wirklich konzentriert Mentaltraining mache, ich habe früher andere Aufgaben wahrgenommen, und ich habe da im Agility angefangen, mit dem Mentaltraining und da ist ein ganz, ganz großer Schwerpunkt. Hundesport allgemein, dann ein bisschen weniger Pferde, Leichtathletiker und all diese Leute noch dazu. Und ja, damit bin ich ziemlich ausgelastet. Ja, cool. Da haben wir heute einiges, in das wir ein bisschen reinzoomen können, wo wir ein bisschen genauer hinschauen können. Jetzt hast du es eben schon erwähnt. Nimm uns mal mit. Mach mal eine Friedrich-Suhr-Definition von der mentalen Ebene. Was ist das für dich? Ja, die mentale Ebene ist einfach nur die mentale Ebene. Ja, es ist ein ziemlich komplexes Thema. Also auf der einen Seite haben wir es mit psychologischen und neurologischen Effekten zu tun. Dann haben wir so eine Aufteilung in Pilot. Das heißt, du denkst viel, kannst aber relativ langsam nur handeln und Autopilot, da kannst du schnell und sicher handeln, aber mit dem Denken hapert es an der Stelle. Und die beiden sind sehr stark in Interaktion miteinander und steuern einander. Und dann kommt, um es ein bisschen komplizierter zu machen, kommt auch noch die körperliche Ebene hinzu. Und die wird beeinflusst von dem Piloten, vom Autopiloten. Und sie wiederum beeinflusst alle anderen Systeme. Das heißt, wir haben ein hochkomplexes Netzwerk. Und meine Aufgabe als Mentalcoach ist es, dieses Netzwerk mir anzuschauen und auch aktuell zu bleiben. Im Moment gibt es irre viele neue Forschungsergebnisse. Dort Punkte zu finden, wo ich sagen kann, ach Mann, das ist ja spannend. Da kann man was draus machen für die Sportler und das dann auf eine sprachliche und Erklärebene, bildhafte Ebene runterzubringen, dass man das gut verstehen kann und daraus dann eine Methode entwickeln, die für die Menschen hilfreich sind. Und das ist so mein Job, das ist die mentale Ebene, mit der ich mich befasse. Ist hochkomplex, aber halt auch irre spannend. Ja, glaube ich sofort. Gerade wenn wir in andere Sportarten schauen, wie Fußball oder uns die Olympischen Spiele oder sowas angucken, da ist es gang und gäbe, dass diese Spitzensportler Mentaltrainer, Mentalcoaches an ihrer Seite haben. Warum glaubst du, dass es im Agility noch nicht so gang und gäbe ist, aber ja immer mehr kommt? Und wie, ja, bist du im Prinzip, du hast eben gesagt, du hast da so ein bisschen gestartet. Wie bist du da reingekommen? Wie ist das Ganze entstanden? Ja, also entstanden ist es per Zufall ein bisschen. Ich war ja selbst Agility-Läufer bis vor einigen Jahren. Jetzt geht das körperlich leider nicht mehr so.
Und da bin ich angesprochen worden, weil ich vorher schon viele andere Seminare in anderen Bereichen gegeben habe. Bin eigentlich Wirtschaftswissenschaftler vom Haus aus und habe da viele Seminare gegeben und dann kannst du nicht mal sowas machen und dann habe ich mich breitschlagen lassen. Und das hat sehr starke Erfolge und Konsequenzen schon gehabt bei der allerersten Gruppe, die ich hatte. Die haben sich erstens sehr wohl gefühlt bei mir, zweitens haben sie viel verstanden und drittens konnten sie es umsetzen. Das ist so mein Credo, das ist das, der Anspruch, den ich an mich habe. Die Leute müssen es verstehen und sie müssen Spaß dabei haben, sonst taucht das alles nichts. Ja, und dann ging das sehr, sehr schnell weiter. Dann wollten alle im Verein, dann kam der Landesverband, sagt, mach doch auch mal für uns. Dann kam vom DVG das Leistungszentrum und da kommen Leute zusammen aus der ganzen Republik. Und dann haben viele, viele, viele Vereine kamen zu mir, andere Hundesportarten. Und so hat sich das entwickelt. Andere Sportarten, viele Sportler machen ja nicht nur eine Sportart, sondern mehrere, auch Hundesportarten, aber auch andere Sportarten. Und so hat sich das entwickelt. Und allein im Hundesport habe ich bis jetzt ungefähr 3.100 Sportler in den Seminaren gehabt und in den Vorträgen. Also so arg ist es gar nicht, dass im Agility es keine Rolle spielt. Das sind schon viele Leute. Aber wir sind da ein bisschen zurückhaltend damit, weil mental, das hat was mit Psychologie zu tun. Und wenn man zu einem Mentalcoach geht, haha, stimmt dann mit mir was nicht? Nee, mit dir stimmt alles. Mein Auftrag ist es dafür, gesunde Menschen gesund bleiben. Und dabei Spaß haben und das effizient für ihren Sport einsetzen zu können. Aber deshalb spricht man auch nicht so viel darüber, sondern das ist mehr so ein bisschen Flüsterpost. Und ganz oft höre ich, dass Leute zu mir kommen ins Einzelcoaching oder ins Seminar, dass sie geschickt worden sind von der lieben Freundin, die bei mir war und gesagt bekommt, Mensch, das musst du doch nicht haben. Geh doch mal zum Friedrich, da kommst du klar mit und dann hast du auch wieder Spaß. Oder die Agi komplett hinwerfen wollen, weil sie sagen, ich stehe das nicht mehr aus, ich sterbe 3 Wochen vorm Turnier, sterbe ich schon. Warum tue ich mir das an? Das ist auch so ein ganz typischer Satz von Leuten, die ich höre, die zu mir kommen, die sagen, ich möchte das eigentlich nicht mehr. Warum tue ich mir das an, dieses ganze Leid? Und ich tue es meinem Hund an und mir an. Und die verlieren den Spaß am Agility. Und das ist einfach schade. Und da kann man viel dagegen tun. Manche Hundesportleute, ja, Sport in Anführungszeichen, zum Beispiel der Deutsche Verband für Rettungshunde, der hat meine Seminare in die Ausbildertraining fest mit aufgenommen. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee, weil die gehen ja mit Menschen um. Also die sollten schon auch Ahnung haben, wie das ungefähr funktioniert. Und dass es nicht sinnvoll ist, wenn man als Trainer Leute so richtig reinpeitscht. Und die ins Training schon immer Angst haben zu gehen, weil sie sagen, oh, heute werde ich wieder kritisiert und niedergemacht und fertig gemacht und angemault, witzig angemault. Und das wird nie entspannte Hundesportler geben. Und am Ende des Tages leiden immer die Hunde dann drunter, unter dem Stress des Menschen. Gut, also das sind so meine Aufgaben. Ja, ich meine im Agility dürfte es noch viel verbreiteter sein. Also wir sind ja sehr, sehr viele Sportler mittlerweile im Agility. Ich habe die genaue Zahl nicht, aber die geht in die Millionen. Also es ist toll, wenn man überlegt, was eine Karriere dieser Sport gemacht hat. Ja, und da gibt es noch ganz viele Leute, denen wäre es für den Hund und für sie sehr, sehr gut, wenn sie da ein bisschen ruhiger, gelassener, konzentrierter wären. Das wird schon helfen. Jetzt hast du es eben schon so ein bisschen angeschnitten, wofür wir diese mentale Stärke für uns selbst nutzen könnten. Lass uns da mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Welchen Stellenwert würdest du der mentalen Stärke oder der mentalen Einstellung des Menschen in unserem Sport zuschreiben? Ja, das klingt jetzt aus dem Munde eines Mentaltrainers natürlich etwas seltsam, aber das gehört zur Waagschale dazu. Du hast auf der einen Seite, musst du körperlich tipptopp fit sein. Du brauchst einen gut ausgebildeten Hund. Du musst sehr gut ausgebildet sein, wie du es deinem Hund beibringst, aber auch was für Techniken, was Parcoursbegehung, all das, das musst du sehr, sehr gut können. Aber körperlich fit zu sein,
und geistig unfit zu sein, das kann nicht funktionieren. Also wenn einer wirklich super gut im Training läuft, muss immer alles kann, aber in jeder einfachen Prüfung es versemmelt auf einem Feld, Wald und Wiesenturnier, wo es eigentlich um nichts geht, es nicht in der Lage ist, umzusetzen. Das ist schlimm für den Mensch, das ist schlimm für den Hund, das ist saudoof für den Trainer und frustrierend. Und die Richter sind eigentlich nette Kerle. Ich kenne eine Menge von denen. Denen tut es dann auch leid, wenn sie, zumal wenn sie noch wissen, der kann das und disst jedes Mal. Das ist schlimm. Also Mentaltraining gehört zu der Balance dazu. Man muss körperlich fit sein, man muss geistig fit sein. Übrigens, nur geistig fit nutzt auch nichts. Also es muss beides im gleichen Maße trainiert werden. Leider ist es bei vielen Menschen so, dass sie da nur die eine Seite sehr gut trainiert haben. Leider ist es auch so, dass bei vielen Vereinen dieser Part nicht gut auf dem Radar ist. Aber ja, es gibt durchaus auch Hundehallen, die jetzt schon eine zumindest, die mein Seminar regelmäßig anbietet, weil sie sagen, das können unsere Leute echt gut brauchen. Wir laden super gute Trainer ein, internationale, aber dieser Teil gehört mit dazu, sonst kriegst du es nicht geliefert, wenn es drauf ankommt. Super spannend, Friedrich, was du jetzt gerade sagst. Jetzt gibt es ja aber so ein paar Menschen, wo wir immer das Gefühl haben, okay, die können das einfach. Die haben sich irgendwie noch nie damit beschäftigt. Warum können einige das einfach und andere haben da halt Probleme, geraten in Stress und sind in so einer Spirale nach unten? Das zentrale Problem ist, wir bekommen nie und an keiner Stelle beigebracht, wie man mit Stress umgeht. Oder auch mit dem Gegenteil von Stress, mit Glück, kriegen wir auch eigentlich nicht beigebracht. Der Zentral, also das, was die meisten lernen, irgendwann mal in ihrem Leben, sagen sie, Mami, ich muss morgen eine Klassenarbeit schreiben, ich habe so Angst, dass ich das nicht hinkriege. Da sagt die Mutti liebevoll, mach mal, du schaffst das schon. Kümmer dich nicht drum, mach einfach. Die Aussage, die dahinter steht, ist, ignoriere deinen Stress. Und dann wird es schlimm. Dann verschwindet er nämlich so im Keller, treibt da unten sein Unwesen und jedes Mal, wenn wir es nicht brauchen können, kommt er hoch und tritt uns auf die Füße und stellt uns ein Bein. Also man muss sich lernen, mit dem Stress auseinanderzusetzen. Das ist der allererste Schritt, mal zu erkennen, ich habe Stress und wann habe ich Stress, vielleicht sogar warum habe ich Stress. Und dann kann man lernen, mit diesem Stress umzugehen und dann ist es gut. Manche, da passiert das zufällig gut. Wir sind da alle Autodidakten. Ich kenne überhaupt niemanden, der mir gesagt hat, ja, mein Papa hat mich mal zur Seite genommen, hat gesagt, Junge, wir müssen reden. Ich bringe dir mal bei, wie man mit Stress umgeht. Und das wäre auch sehr überraschend, denn die meisten Eltern wissen das halt auch nicht. Also alle Autodidakten, manche schlagen mehr oder weniger zufällig den richtigen Weg ein oder haben die richtigen Vorbilder. Manche kriegen es überhaupt nie gebacken. Also die Richtigen, die haben dann zum Beispiel Ideen, wenn ich Stress habe, nehme ich meinen Hund und gehe bei Wind und Wetter, völlig egal, 2 Stunden spazieren, bis es besser wird. Das ist eine ganz gute Idee. Die es gar nicht hinkriegen, die pflanzen sich auf die Couch mit 2 Tüten Chips und schauen irgendeine Soap an und versuchen, den Stress irgendwie zu vergessen. Bei den ganz, ganz Schlimmen, die versuchen, ihn zu betäuben mit Drogen oder mit Alkohol oder irgend sowas. Das sind so die Randgruppen. Und der große Teil in der Mitte, der kommt eigentlich ganz gut klar. Er sagt, ja gut, ja, hab schon manchmal Stress, ist halt so im Leben, musst du dann aushalten und schalte es dann auch aus, dass sie jedes Mal ein bisschen schwächer werden, das realisieren sie nicht. Und bei manchen geht es auch ums ganze Leben gut. Außer es passiert mal was wirklich Schlimmes, was wirklich Böses. Und dafür sind sie dann überhaupt nicht vorbereitet, weil das, mal ein bisschen in den Keller drücken, so tun, als wäre nichts, das funktioniert dann nicht mehr. Und dann kann es durchaus passieren, wenn die da keine Option zu haben, dass sie wirklich aus der Kurve fliegen. Das ist übrigens nicht mehr mein Part. Ich bin dafür da, dass sie nicht aus der Kurve fliegen. Wenn sie wirklich erkranken psychisch, dann ist das eine Frage für Psychologen, für Therapeuten, für Ärzte. Das bin ich nicht, deshalb biete ich das auch nicht an. Meine Aufgabe ist dann maximal zu sagen, Junge, hab mal Vertrauen zu denen. Die haben das mal studiert und die können das. Jetzt kann uns Stress ja aber auch helfen. Also wenn ich jetzt so überlege, ich habe ein Seminar und
das ist zum Beispiel in der Schweiz, da sind 16 neue Leute, dann bin ich auch aufgeregt und komme auch in so ein gewisses Stresslevel, bevor ich die Leute kennenlerne. Und ich muss aber sagen, mir hilft dieser Stress. Ich würde ihn mal als positiven Stress vielleicht formulieren. Das meinst du eben nicht, oder? Ja, es gibt so zwei Arten. Du hast ja tatsächlich recht. Natürlich gibt es positiven Stress. Ich thematisiere das nicht, auch nicht in Seminaren, weil wir Menschen sind und auch noch Deutsche. Das ist eine teuflische Kombination, weil als Menschen, als Deutsche versuchen wir immer, unsere Umwelt zu katalogisieren, zu standardisieren und dann packen wir die im Hirn in so eine Schublade rein, da steht drauf, macht Spaß. Und dann gibt es eine andere Schublade, steht drauf, macht Stress. Und dann legen wir das rein. Gut, also wir brauchen solche Mechanismen, damit wir nicht jedes Mal neu überlegen müssen. Das ist gut. Das Problem ist aber, wir machen diese Schublade nie wieder auf. Und wenn in der Macht-Spaß-Schublade Beruf steht und ich die nie wieder aufmache, verpasse ich den Punkt, wo es nicht mehr Spaß macht. Und verpasse ich den Punkt, wo es langsam quälend wird, wo es zerstörend wird, wo es mich runterzieht, wo es mein ganzes Umfeld zerstört. Und wenn der dann einer sagt, ey, vielleicht mit deinem Job könnte sein. Nein, der macht mir Spaß. Der ist in der Spaßschublade. Das heißt, und das ist jetzt die negative Nachricht, du musst jeden Tag neu entscheiden. Macht mir das Spaß? Fühlst du in deinen Bauch rein? Du sagst, ja, wenn es so läuft, dann macht mir das Spaß. Also zum Beispiel unser Podcast macht mir im Moment großen Spaß. Aber wenn ich das jeden Tag 5-mal machen müsste, würde es mir wahrscheinlich irgendwann auf den Nerv gehen. Und dann müsste ich das erstens bemerken und zweitens sagen, du, ich glaube, einer die Woche oder eine am Tag oder was auch immer, das mache ich gerne, mehr wird mir zu stramm, das kriege ich nicht gebacken. Und dann auch dazu stehen, dann ist es gut. Aber genau das verpassen wir, wenn wir so eine Kategorisierung machen, guter Stress, schlechter Stress. Jeden Tag einfach mal reinfühlen, manchmal passiert ganz Verblüffendes. Da merkst du, dass irgendwas, was du eigentlich für ziemlich blöd fandest bisher und stressig, weil du es auf einmal kannst, dir richtig Spaß macht. Also wenn es einem gelingt, da offen zu sein und lernbereit zu sein, ist viel gewonnen. Und jetzt mal auf den Punkt, was hat das mit Agi zu tun? Man kann sich vorstellen, es gibt so eine rote Linie von Stress. Unterhalb, also ganz unten, bist du fast komatös, schläfst gleich ein. Nein, das ist nicht die Ebene, wo ich den Agi-Sportler haben will. Also ich möchte keine Leute erzeugen, die am Rand stehen und sagen, mir doch egal, gehe ich halt raus, doof gelaufen, auch scheißegal. Das ist nicht der Plan. Das ist für keine Sportart oder für keinen Job genug. Sondern ich will, dass sie durchaus, ich nenne das freudig erregt sind, dass sie sagen, oh, ja, heute geht's los, ich habe Böcke. Ich muss mich anstrengen, das wird nicht einfach. Und ich muss meinen Kopf beisammen haben, damit ich das auch gebaut bekomme. Und gibt es noch ein paar Dinge, die ich beachten muss. Das ist der Stress, den ich haben will. Und dann gibt es eine rote Linie. Und wenn wir darüber gehen, das ist so eine... Aber aus der Savanne sind wir im Überlebensmodus. Im Überlebensmodus bist du dumm, schnell, stark und gnadenlos. Das ist unsere Natur. Und für manche Situationen, wenn du nachts in der dunklen Gasse bist und ein böser Bube überfällt dich und will dir Aua machen, dann ist es ganz gut, wenn du dumm, schnell, stark und gnadenlos sein kannst, um dein Leben zu retten. Dafür würde das gebaut. Aber beim Agility-Turnier ist es völlig unangebracht. Dumm, du vergisst den Parcours, du hast einen Blackout. Schnell hilft noch, aber du kannst auch zu schnell für deinen Hund sein. Dumm, schnell, stark, Kraft nutzt dir gerade gar nichts und gnadenlos. Also wirklich, das sind dann die Leute, die sind so weit drüber, die sind so hart mit ihrem Hund und verurteilen und beurteilen den Hund, den Richter, die Zuschauer, was auch immer. Ganz, ganz schlimm. Also die Kunst ist, und das bringe ich den Leuten wirklich im Stressseminar bei, rauszufinden, wo ist meine individuelle rote Linie, die ist durchaus unterschiedlich, und wie halte ich genug Abstand, sodass ich auf der einen Seite meinen Stress mich pusht, nach vorne bringt, mir volle Leistungsfähigkeit gibt, aber auf der anderen Seite, wie spüre ich, wenn ich zu nah an die rote Linie komme, und da gibt es von mir dann eine Menge, ich nenne das Notbremsen, um ganz schnell Stopp zu machen. Und das ist die Verantwortung, die man hat. Also ja, es liegt in unserer Natur, diese rote Linie. Aber wir sind denkende und bewusste Menschen. Und deshalb ist es in unserer Verantwortung, unter dieser Linie zu bleiben. Wie das geht,
ist eigentlich einfach, wenn man weiß, wie, aber es bringt uns keiner bei. Und das versuche ich in Seminaren nachzuholen. Cool, jetzt habe ich zwei Fragen, Friedrich. Nimm mich mal mit als Trainer. Jetzt fällt mir genau das in meinem Training an einem meiner Leute auf. Wir bleiben mal bei dem Beispiel, dass die gnadenlos sind. Jetzt komme ich daher und sage dem auch noch, ey, komm, sei mal ein bisschen netter zu dem Hund, der kann nichts dafür. Das ist ja wahrscheinlich genau das Falsche dann in dem Moment, oder? Es kommt drauf an. Wahrscheinlich wieder dich anbrüllen. Lass mir doch die Ruhe! Oder irgend sowas. Also es ist tatsächlich so, wir sind dann mental in so einer Blackout-Situation. Die Leute wissen gerade noch mit Ach und Krach, wie sie heißen und wo sie wohnen. Der muss da erstmal runterkommen. Da hilft in aller Regel zu sagen, wow, das war jetzt schlimm. Ja, und das pisst dich gerade furchtbar an. Ja, jetzt fühlt er sich schon mal angenommen und verstanden in seinem Leid. Und dann kannst du sagen, das kenne ich gut. Und jetzt setzt du dich mal hier hin und jetzt schnaufen wir erstmal durch. Hier hast du eine Tasse Kaffee und komm mal stückweise langsam wieder runter. Oder nimm einfach deinen Hund und geh eine halbe Stunde spazieren. Und dann kommst du wieder und dann reden wir weiter. Dann ist die Birne wieder an, dann hat er seine gedankliche Leistungskraft wieder. Und ganz viele gehen dann auch her und sagen, war blöd vorhin, ne? Und ich bin da wirklich über das Ziel raus. Und das tut mir auch furchtbar leid, aber das nutzt nichts. Was nutzt ist, dass er lernt, dass ihm das nächste Mal nicht passiert. Und dann ihn da abholen und dann brauchst du halt, und das ist das Komplexe an dem Thema, da könnt ihr jetzt sagen, oh ja, wie 5-Minuten-Tarine, Deckel auf, heiß Wasser drauf, meint, mach einfach das und das. Aber Menschen sind so unheimlich vielschichtig, dass das beim einen diese Tarine ist und beim anderen die und beim anderen die. Und der eine will es bis ins Detail erklärt haben, was da in ihm passiert und dass das gar nicht böse ist, sondern dass das menschlich ist. Und der andere sagt, sag mir einfach, was ist und dann schalte ich ab. Das ist aufwendig, da braucht man viel Gefühl für Menschen und viel Erfahrung und viel Hintergrundwissen, dann gelingt einem das ganz gut. Also ich will gar nicht sagen, dass mein Mentaltraining nur, dass ich das nur gelernt habe. Also ich lerne jeden Tag noch, ich habe Fachzeitschriften im Abo, ich nutze das Internet intensiv, ich kaufe Bücher ohne Ende, um da auf dem Stand zu bleiben. Aber das braucht es gar nicht. Es gibt Menschen, die haben wirklich ein langes Leben an Erfahrung und haben auch ein gutes Gefühl dafür und können so auch Menschen gut daraus helfen. Ich habe zwar auch viel Erfahrung und beides zusammen ist auch nicht schlecht, aber eine gewisse Freundlichkeit gegenüber Menschen und Nachsichtigkeit ist auch noch ganz gut. Hilft auch. Jetzt müssen wir kurz einen zweiten Bogen schlagen und dann komme ich zu meiner eigentlichen zweiten Frage. Das heißt, du sagst, das Zauberwort ist überhaupt erstmal das Wahrnehmen, dass ich diese Linie überschreite? Ja. Also vorher noch. Wahrnehmen, Achtung. So wie es sich jetzt anfühlt, ist kurz vor der roten Linie. Ich muss jetzt dringend was tun. In dem Moment, wo du über der roten Linie drüber, wenn du sie überschreitest, bist du ja dumm. Das heißt, du kommst nicht mehr auf vernünftige Lösungen. Du bist im Urmensch-Stadium. Du kannst gut kämpfen ums Leben, aber sonst leider nichts mehr. Das ist praktisch, wenn es ums Leben geht, sonst blöd. Das heißt, ein Gefühl zu bekommen, kurz davor, wie fühlt es sich an? Bei Agility-Sportlern sage ich immer, halte einfach gut Abstand. Wenn es so ein bisschen danach sich anfühlt, nimm Abstand. Bei Leichtathleten kannst du das nicht machen, weil die sind auf einer Ebene unterwegs, dass alle, die da auf dem, im Wettkampf sind, bis knapp unter die rote Linie kommen wollen, weil sie wissen, da ist deine Körperchemie so, als wärst du gedopt. Und die Stoffe, die unser Körper dann produziert, stehen alle auf den Dopinglisten, ne? Aber dann passiert es auch ganz, ganz oft, obwohl die da gut drauf trainiert sind, annähern, oh, war zu weit, also nochmal annähern. Aber Wettkampf ist immer nochmal Wettkampf und im Wettkampf das Gefühl dafür zu behalten, ist nochmal schwerer. Und dann siehst du Leute, die, was weiß ich, Hochsprung 2 Meter mit zusammengebundenen Füßen und Händen normal springen und das als Eingangshöhe nehmen, weil sie sagen, nee, das andere brauche ich alles nicht und 3-mal hintereinander reißen. Einfach so, wo du sagst, hey, was war denn jetzt los? Bist du verletzt? Nein, ich weiß nicht, was passiert ist. Der hat so motiviert, dass er eben über die rote Linie ist und dann geht nichts mehr.
Das ist der Punkt. Das hört sich total kompliziert an, aber wenn man bereit ist, ein bisschen Abstand zu halten und sagen, nee, die letzten 3-4%, die muss ich nicht rausholen, ich bin so gut, bei mir langen auch die 95, dann kannst du da sauber Abstand von halten und dann bist du auch fast immer aus der Situation raus. Umwelt spielt immer eine Rolle, wenn du hast ein Leben hinter dir, in deinem Leben hast du dir irgendwelche Beulen in dein Blech gefahren. Und wenn genau das, wo du empfindlich bist, dann dort passiert, kann es durchaus sein, dass du trotz allem Training nochmal ins Schleudern kommst. Und das ist halt so, das können wir auch nicht ändern. Aber 99% sind ja dann auch schon ganz schön. Mega spannend, was du sagst, Friedrich. Und genau zu dieser Thematik oder Problematik bietest du dann letzten Endes die Seminare an, oder? Genau. Das ist, also das, was ich eben gesagt habe, so knallhart an die rote Linie gehen, das mache ich in Einzelcoachings, weil das sind dann wirklich Leute, die sagen, ich will die nächste WM rocken oder ich will die auch die übernächste und übernächste rocken. Und die kommen zu mir und lassen sich dann dahin führen. Da muss man auch eher zu zweit, weil da muss man sehr viele körperliche da. Auch da ist Körper und Geist sehr eng beisammen. Man kann das körperlich fühlbar machen. Aber das dauert. Da muss man zusammenarbeiten und sagen, tast dich noch einen Schritt weiter vor, tast dich noch einen Schritt weiter vor. Wie fühlt es sich jetzt an? Noch einen Schritt. Wie fühlt es sich jetzt an? Oh, ich bin drüber. Scheiße. Okay. Aber wir wissen jetzt, der letzte Schritt vorher fühlt sich so an. Versuch nochmal da reinzugehen. Und damit kann man spielen, das kann man in einem Seminar nicht machen. Und das sind für die meisten Leute im Seminar, die sind auch da noch weit von weg. Die erste Stufe ist, wie komme ich denn mit meinem Erkennen, hast du völlig richtig klar gemacht, erkennen, wie gehe ich mit ihm um, wie kann ich ihn steuern, modellieren, dass ich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger habe und wie komme ich in der Regel klar. Die zweite Stufe ist dann mental frech werden, zu sagen, boah, weißt du was? Ich mache das jetzt einfach. Ich habe keine Ahnung, ob ich es schaffe. Und ich habe keine Ahnung, wann ich es schaffe. Aber ich mache das jetzt einfach, weil ich Spaß dran habe. Und ich glaube, ich kann schon ganz schön viel. Und wenn ich einen Quäntchenklick habe, dann kriege ich das hin. Und die dritte Stufe ist, das ist dann der Highscore, das ist wirklich mental kraftvoll sein. Und zwar sehr kontrolliert bestimmbar, sodass ich wirklich am bestimmten Zeitpunkt vor meinem Start oder vor dem Turnier anschalten kann und wirklich voll da bin und alles kann und alles sicher leisten kann, was ich immer leisten kann. Das ist die Anschaltphase, die ist gut und wichtig. Das können noch eine ganze Menge. Viel wichtiger ist aber noch die Abschaltphase. Das heißt, wenn ich raus aus der Situation komme, auch gezielt wieder abschalten zu können und runterzufahren, weil diese Hochleistungsebene, die verlangt geistig und körperlich ungeheure Energien. Und du kannst da wirklich in dieser Phase, wenn du da nicht gelernt hast, gezielt wieder rauszukommen, dann brennst du dich da kaputt. Dann kommst du nach dem Turnier gar nicht mehr da raus. Mit Glück kommst du heim mit deinem Auto nach Haus, weil du bist immer noch in dem Modus. Und die ganze Nacht bist du damit noch beschäftigt und am nächsten Tag und bist hochgefahren. Das ist ganz, ganz schlecht für Körper und Geist. Und das nächste Mal wird deine mentale Ebene sagen, wollen wir wirklich gewinnen? Denn die nächsten zwei Tage danach waren sehr zehrend. Ich glaube, das ist nicht gut für uns. Also eigentlich müsste man erst abschalten und dann anschalten lernen. Und genau das mache ich ja, wenn wir über Stress reden. Da lernen wir gezielt schnell runterzukommen und sagen, jo, gut jetzt. Ich habe mal einen, wie ich finde, sehr schlauen Satz gelesen, den ich jetzt durch deine Erklärung verstanden habe. Nämlich, Sieger erkennt man am Start. Und Verlierer auch. Ja, ja. Wenn ich die Situation habe, dass ich Hundesportler begleite, dann ist es so, dass ich wirklich die letzten 20 Sekunden vorm Start sieht man den Menschen schon an, wie sie ungefähr laufen werden. Das hört sich jetzt ziemlich arrogant an. Und nein, die Trefferquote ist nicht 100%, aber ist nahe 90%. Und jetzt erzähle ich dir was Lustiges. Wir lernen das sehr gut zu verbergen, weil Stress zu haben und von der Rolle zu kommen, ist ja was. Schau den Hund an. Der Hund zeigt dir ziemlich genau, wie der Hundeführer gerade drauf ist. Und dann schaust du nochmal zum Hundeführer und sagst, yo, alles klar, mal gespannt,
und dann läuft er los und dann sagst du nach 10, 20, 25 Sekunden, das ist nicht schön. Es ist nicht schön zu sehen, wenn jemand gleich, es wäre für mich viel angenehmer zu sehen, jo, hoffen wir mal, drücken wir die Daumen. Und das vorher zu sehen, ist nicht lustig, ne? Dass du denkst, oh, warum tust du das jetzt? Und dann ihn ins Dunkel rennen lassen. Aber jo, zoomen wir mal ein bisschen in deine Seminare rein, wenn du magst. Wie sieht so ein Seminar bei einem Friedrich aus? Ich komme dann mit meinem Auto an, ich steige aus und dann? Na, als erstes geht dir der Friedrich entgegen und sagt, hallo, ich bin der Friedrich, du hast vorher schon von mir eine Mail bekommen und hast mir eine Mail geschickt, sodass du vorgewarnt bist und auch minded bist, was da die Tage mit dir passiert. Und ich habe dir ein paar Fragen gestellt, damit ich mich auf dich und auf die Gruppe einstellen kann. Und dann begrüße ich dich und sage herzlich willkommen. Und dann führe ich dich rein und sage, guck mal, hier sind die Plätze, hier kriegst du ein anständiges Namensschild. Stell gegebenenfalls noch bei den anderen vor, damit jeder weiß, wenn er ankommt, dass er auch wirklich angekommen ist und angenommen ist. Ich hasse das, wenn dann die Leute, die neu reinkommen, dumm in der Ecke stehen und sagen, guten Tag, ja, wo darf ich mich hinsetzen? Aha. Und dann verzweifelt auf ihr Handy starren, weil sie nicht wissen, was sie sonst tun sollen. Ich gebe mir große Mühe, dass gleich eine Gruppe, ein Team entsteht. Und das ist auch tatsächlich so. In meinen Seminaren entsteht ein sehr, sehr starker Teamgeist. Ich habe die große Ehre, seit einigen Jahren die deutsche Obedience-Mannschaft coachen zu dürfen, mental, nicht völlig erfolglos. Gut. Das passiert und dann fangen wir an, dann gucken wir uns an, wie funktionieren Menschen. Da lege ich großen Wert drauf, dass meine Teilnehmer wissen, was da in uns passiert und warum es passiert. Warum? Naja, sie werden dann ein bisschen milder mit sich sagen, ach so, ich bin gar nicht schräg, alle Menschen empfinden das so und ach so, deshalb. Und dafür ist es ja auch vernünftig, wenn man in der Savanne ist und ich bin gar kein schlechter Mensch, wenn ich mal ausgerastet bin, sondern meine Aufgabe heißt verhindern zum Ausrasten. Aber ausrasten kann ab einer bestimmten Grenze jeder und solche Dinge. Und auch wie es dahinter funktioniert, müssen sie wissen, nur dann können sie zum Beispiel ihre rote Linie erkennen. Was passiert körperlich in mir? Und da gibt es ganz viele Zeichen, wenn du die gut verstanden hast, sagst du, ach so, das passiert jetzt in mir, ich bin knapp vor der roten Linie. Und wenn wir das haben, dann beschäftigen wir uns intensiv damit, dann baue ich für meine Teilnehmer, ich sage immer, ein Riesenbuffet auf, mit verschiedenen Möglichkeiten, mit diesem Stress umzugehen. Notbremsen, mittelfristige, langfristige Methoden und die probieren wir zum Teil aus, die anderen schauen wir uns an und dann sucht sich jeder seine aus, die für ihn passen. Eine kurzfristige für Notfälle, die und dann gucken die oder wechseln auch nochmal, das können wir nicht im Seminar alles leisten, aber da probieren wir alles aus und wie bei einem richtigen Buffet kannst du überall mal naschen und was dir schmeckt, dann nimmst du dir viel und manche Sachen sagst du, oh, das ist mir jetzt aber ein bisschen schräg. Und die lässt er halt liegen. Wichtig ist, dass jeder etwas für sich findet. Und dann geht es ins Mental rein. Dann zeige ich ein paar so mentale Effekte, die sind manchmal verblüffend. Und dann gucken wir uns an, wie wir diese Effekte nutzen können. Ja, und was soll ich sagen? Dann sind die 2,5 Tage schon rum. Die Synapsen der Teilnehmer glühen 2,5 Tage durch. Die sind danach erschöpft. Ich auch, aber es ist auch ein Seminar für Menschen. Mein Problem ist das obere Ende der Leine, während Agility-Trainer auch viel das untere Ende. Die müssen natürlich auch immer den Mensch auf dem Radar haben, aber die müssen sich auch sehr viel um den Hund kümmern. Da, ja gut, nach 20, 25, 30, warte mal, wie alt bin ich denn? 40, über 40 Jahre Hunde, ist mir das Thema Hund nicht ganz fremd. Aber natürlich sind in meinen Seminaren immer Trainer drin und wenn es da eine konkrete Frage gibt, dann ziehe ich den mit ran und wir besprechen das. Und die Leute, die da sitzen, sind auch Leute, die haben nicht letzte Woche ihre erste Agi-Stunde gehabt, sondern die machen das schon eine Zeit und dann diskutieren wir das und finden gute Lösungen dann für einen Hund, aber das ist nicht mein Bericht. Jetzt, wenn ich das richtig raushöre, helfen mir das Besuchen dieses Seminars ja wahrscheinlich nicht nur fürs Agility. Das Ganze, was ich bei dir lerne, werde ich ja nicht nach meinem Training irgendwie auf dem Hundeplatz lassen, nach Hause fahren. Das ist schon irgendwie so ein ganzheitliches Ding dann, oder? Tatsächlich ist es so, dass ich sage im Seminar, Leute, ich kann euch nicht in 2 Hälften teilen. Den Jan aus der Hundewelt und den restlichen Jan, den vergessen wir jetzt mal.
sondern alles, was ihr lernt, wie man mit Stress umgehen kann, wie man mentale Ebene einsetzen kann, wie wuchtig gut sich das anfühlt, wenn man ruhig, gelassen, souverän und konzentriert ist und wie glücklich einen das machen kann, wenn es dann auf einmal wucht. All das dürft ihr mit in euren Alltag nehmen, in euren Beruf, in euren Verein. Vereine sind ja auch manchmal Situationen, wo es mal knistern kann, um es ganz freundlich zu formulieren. In eure Ehe, zu euren Kindern. Ganz oft kommen Teilnehmer zu mir und sagen, du, mein Kitty hat in der Schule so viel Stress und in der Pause, hast du irgendeine Idee, wie kann ich dem das machen und so. Oder ich bekomme Leute, die bei mir im Seminar sind, habe ich jetzt schon einige Male, das sind dann in der Regel die Chefs, und die kommen danach zu mir und sagen, das brauchen meine Leute. Was kostet das? Und dann sage ich, okay, pass auf, wo, wie lang, was? Und dann machen wir da was aus. Und dann sage ich eben den Preis dafür, weil die zwei Effekte merken, einmal, wie stark das auf sie gewirkt hat, dass sie auch mit anderen in der Interaktion besser umgehen können. Und die Seminare enden in aller Regel damit, dass sich alle im Moment natürlich nicht umarmen und Adressen austauschen und dass Facebook-Gruppen oder WhatsApp-Gruppen gebaut werden, weil man unbedingt miteinander in Kontakt bleiben will. Weil wenn man 2,5 Tage so intensiv über so wichtige Themen gesprochen hat, und da kommt es auch durchaus so, dass man, ich provoziere das nicht, aber es kommt durchaus dazu, dass einer mal seine Geschichte erzählt und weil er auch in der Gruppe mal irgendwie eine Antwort haben will oder von mir eine Antwort haben will. Also da wird das schon mal persönlich. Ich pull da nicht drin rum. Aber wenn das jemand möchte, darf er das. Dann wird es auch mal emotional. Und dann heult auch manchmal die halbe Gruppe. Aber da achte ich sehr drauf. Für eine Minute heulen haben wir immer mindestens eine halbe Stunde Lachen, weil Lachen ist extrem gut für die Birne und man kann sehr schnell und sehr gut mit denen lernen. Wie das funktioniert, genau das erkläre ich dann auch im Seminar. Sehr cool, Friedrich. Dann lass uns noch eben kurz die Frage klären. Ich bin hier gerade Zuhörer, ich höre mir das alles an und jetzt stelle ich mir selbst die Frage, wann bin ich denn bei dir im Seminar richtig? Also, wenn du ein Mensch bist und eine mentale Ebene hast, bist du richtig. So mal als Basis, ich freue mich immer sehr, wenn Leute dabei sind, und das sind doch erstaunlich viele, die sagen, du Friedrich, mit meinem Hund komme ich irgendwie im Moment immer schlechter klar, der dreht immer höher. Es kann sein vielleicht, dass das was mit mir zu tun hat. Bin ich hier richtig bei dir? Dann sage ich, ja, genau, du bist richtig. Und was ich ganz entzückend immer finde, wenn Leute zu mir kommen, gerade auch die intensiv im Sport sind, wenn die sagen, du, ich habe mir gerade einen Welpen geholt, der ist schon da oder der kommt nächste Woche. Und ich will dieses Mal von meiner Seite alles geben, dass das sehr, sehr, sehr schön läuft und sehr gut läuft. Und deshalb habe ich gedacht, ich fange mal bei mir an mit der Ausbildung und komme mal zu dir hier ins Mentaltraining. Und das finde ich eine ganz entzückende Idee. Also das freut mich sehr. Aber jeder, der sagt, ja, ich bin bereit, mir das anzuhören und durchzudenken. Oder ich habe das eine oder andere Thema, was ich ganz gerne mal auseinandernehmen möchte. Die sind alle willkommen. Und die brauchen jetzt nicht Kommunikationswunder zu sein. Du musst bei mir deinen Namen nicht tanzen oder all sowas, wo sie oft Angst davor haben, sondern wir krempeln die Ärmel hoch und reden, wie so Hundler halt miteinander reden. Sagen, du pass auf, das ist Blödsinn, was du da erzählst. Guck mal, so und so und so und so. Ach so, meinst du so? Ach so, ja, so habe ich das noch nie gesehen. Und das liebe ich auch sehr, wenn ich sehe, so, dass bei den Leuten die Lampe angeht, wenn sie so ihre Ach so und Aha-Momente haben. Denn dann klickert schon das Nächste im Kopf. Wenn das so ist, dann kann ich ja was dagegen tun. Und dann ist es schön. Also wer bereit ist, da mitzutun und sich auf was einzulassen, gedanklich das Verstehen, die sind alle bei mir herzlich willkommen und richtig. Machen die anderen auch. Ich glaube, nee, bei all den Leuten war nicht einer dabei, wo ich gesagt habe, du pass auf, wenn dir das hier alles keinen Spaß macht, dann kriegst du dein Geld zurück, geh heim. Das musste ich noch nie tun. Am Ende vom Seminar waren dann alle doch irgendwie bei mir, aber das
Das ist auch meine mentale Fähigkeit, schlussendlich in seine Welt gehen zu können und ihn da abzuholen. Es geht nicht darum, was ich sage, sondern was bei ihm ankommt. Und dazu muss ich ihn verstehen und ihn da abholen. Und das honorieren Menschen meistens mit Offenheit und auch mit Respekt mir gegenüber. Und dann funktioniert das ganz gut. Und da bin ich dann ziemlich stolz drauf. Aber auch restlos erschöpft nach so einem Seminar. Glaube ich dir sofort, Friedrich. Neben all diese Sachen, die du uns gerade schon beschrieben hast, hast du auch noch eine Sache gemacht, für die ich dich sehr bewundere und was auch eins meiner nächsten großen Projekte in meinem Leben sein wird. Du hast nämlich ein großes Problem ausfindig gemacht. Du hast dazu ein Buch geschrieben und du hast das Buch auch noch nach diesem Problem benannt. Ja, ich sortiere nicht so gerne die Welt in Probleme, weil die Sprache der Probleme beinhaltet nicht die Lösung, sondern ich gehe lieber so, benutze lieber die Sprache der Lösung. Aber es ist tatsächlich ein Satz, den ich ganz, ganz oft gehört habe, so am Anfang des Seminars, wenn die Leute mir sagen, warum sie überhaupt da sind oder der Gruppe sagen, warum sie überhaupt da sind, Klammer auf, die Antworten sind so synchron fast, dass alle sagen, ach du auch, du auch, du auch, du auch. Also wir sind uns da sehr ähnlich mit den Problemen, das ist auch ganz gut. Und dieses Problem tauchte tatsächlich irre oft auf. Trainingsweltmeister, im Training können die alles, machen die alles, sind sie die freundlichsten, entspanntesten, konzentriertesten Hundeführer. Und dann kommt das böse P-Wort Prüfung oder Turnier. Und da sind wirklich Leute, die sagen, wenn ich bei Webmelden auf die Taste drücke, jetzt absenden, dann ab dann bin ich im Stress. Und da sage ich, ey, das ist aber leicht mal 6, 8 Wochen vorher oder viel länger. Ja, ja, ich bin dann 6, 8 Wochen völlig daneben. Das kann es ja wohl nicht sein. Und dann sieht natürlich das Ergebnis auch so aus. Im Turnier ging das so schön. Und dann steht da ein völlig entsetzter und irritierter Hundeführer, der an sich zweifelt. Und das Hundchen, das guckt auch ganz verzweifelt, weil er sich fragt, was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe doch all das gemacht, was du gezeigt hast. Aber in seinem Stress hat der Hundeführer leider nur Mist gezeigt und zu früh und zu spät und falsch und mit einer Betonung, die der Hund gar nicht mehr verstehen kann und all das. Und da dieses Problem so häufig ist und auch so symptomatisch ist für das, was da passiert, habe ich gedacht, genau das ist die Aussage. Und übrigens, nicht ganz uneitel, das Covergirl auf meinem Buch, der Hund, das ist meine Amira, mein Border Collie. Nein, ich kann leider nicht mehr mit ihr Agility machen, da über die Zeit bin ich raus. Aber ob man es glaubt oder nicht, es gibt auch glückliche Border ohne Agility. Man kann mit denen viel Spaß haben und gute Laune haben und viel machen ohne Agility. Ja, sie lieben das, aber es gibt auch noch 1, 2 andere Sachen. Cool, Friedrich, wenn du magst, lass uns 1, 2, 3 Seiten von deinem Buch ein bisschen vornehmen. Nimm uns mal ein bisschen mit rein. Was probierst du uns in deinem Buch zu erklären? Eigentlich ist das Buch so, nee, ist es nicht wie das Seminar. Aber es bezieht natürlich viele, viele Punkte ein. Ich erkläre da Methoden, wie man seinen Stress steuern kann. Kurzfristige, mittelfristige, langfristige. Und ich habe immer wieder Leute, die dann ins Seminar kommen, nachdem sie das Buch gelesen haben. Oder ich schreibe jetzt auch schon 10 Jahre für die Agility Life und für die Hundewelt Sport und für die Schweizer Hundewelt und nee, für die noch nicht so lange und für andere. Oder die kommen dann und sagen, du, ich habe das bei dir gelesen, ich will das jetzt mal live haben. Und dann merke ich, dass Buch gut ist. Man versteht das, man kann es einsetzen. Aber die kleinen Fragen, die hinten dran stehen, die kann man bei einem Buch, die sind individuell, die kannst du nicht in einem Buch, was für 1.000 oder 2.000 Leute ist, im Detail beantworten. Da versuche ich dann manchmal zu sagen, da, wenn da, dann sei vorsichtig oder so. Das kann man schon machen. Man kann auch eine ganze Menge erklären, woher der Stress kommt, für was er gut ist. Und das kann man aufnehmen. Und dann versuche ich auch noch ein bisschen die Leute dahin zu führen, wie Konzentration funktioniert, was das überhaupt ist. Ich habe das tatsächlich bei einer Sportgruppe von jungen Leichtathleten gehabt. Da hatte mich der Trainer eingeladen und dann habe ich mal so einen Tag mit denen verbracht und ich sah eins von den jungen Mädchen, die hatte bei einer Übung
offensichtlich große Angst und traute sich nicht, sollte vom Kasten fahrwärts einen Salto runter machen, ne? Und traute sich nicht, ne? Und die beiden Trainerinnen, die sie auffangen sollten und die Drehung noch mithelfen, so übt man das wohl, sagten, los, los, warte mal, was sagen die immer? Nicht konzentrier dich, sondern sammel dich und dann los. Und das jedes Sammel dich war für die da oben wie so ein kleiner Peitschenhieb. Da bin ich dazwischen, habe gesagt, du kommst jetzt mal mit. Und die anderen machen mal weiter, weil die hatten schon eine Schlange dahinter. Und dann sind wir da in den Gerätraum und haben gesagt, so, was ist denn los? Da hat sie mir erzählt, dass vor 6 Monaten bei genau dieser Übung mit dem Kopf auf den Rahmen geschlagen ist und sich ziemlich verletzt hat und dass sie jetzt Angst hat, dass das wieder passiert. Das ist ziemlich vernünftig. Da habe ich gesagt, das kann ich gut verstehen. Und dann haben wir drüber gesprochen, habe gesagt, sag mal, die sagen immer, sammel dich. Was heißt denn das? Ich sagte, ich habe keine Ahnung, aber das sagen die immer. Später bin ich dann mal zu den Trainern, habe gesagt, ihr sagt immer, sammel dich, was meint denn das? Und dann haben die gesagt, das sagt man halt so. Die wussten das auch nicht. Und das ist natürlich dramatisch, so darf es nicht sein. Und all so, solche Dinge versuche ich, aus der Hundewelt in dem Buch zusammenzukehren, so mit den schlimmsten Mythen mal so ein bisschen aufzuräumen, was geht nicht, was funktioniert nicht, in welche Richtung schiebt dich dein Denken, wenn du das denkst oder das, wie kannst du damit umgehen, um mal so einen guten Einstieg zu schaffen. Nein, das ist nicht gleichwertig mit dem Seminar. Es ist fast schöner, das Buch erst sich reinzupfeifen und dann ins Seminar zu gehen, weil dann hat man quasi schon einen Vorsprung und kann noch mal viel mehr aufnehmen. Und ja, manche kommen dann auch tatsächlich zu mir ins Einzelcoaching, weil sie sagen, so, ich habe das jetzt alles ausprobiert, das funktioniert, ich will mehr. Und dann ist auch gut, dann machen wir mehr. Super. Friedrich, in dem Vorgespräch durfte ich mit dir über ein anderes Problem reden, was ich als Trainer auch häufig erlebe. Und zwar die Tatsache, wenn ich einmal als Sportler erfolgreich war, und den Erfolg definiert jetzt bitte jeder für sich alleine, Aufstieg in die A1, Aufstieg in die A2, deutsche Meisterschaft gewonnen, Weltmeister sein, und ich auf diesen Erfolg aufbauen möchte, dass es immer schwieriger ist, als diesen ersten Erfolg zu erzielen oder häufig schwieriger ist. Woher kommt das? Also, du meinst jetzt diesen Übergang und nicht, dass es von zwischen A1 und A3 schwieriger wird von der Zeit und von den Parcours. Ja, das ist immer solche neuen Situationen sind für uns Menschen immer sehr prägnant. Und da überschreitest du eine Grenze und an so einer Grenze passiert dann halt was. Da kann man so 3 Gruppen unterscheiden. Die einen hatten immer das Ziel, sie wollen in die A1, weil dann haben sie für sich selbst bewiesen, ich kann das. Und wenn du anfängst mit Agility und siehst die ersten Turniere und schaust da eins zu, denkst du, wow, die können aber viel. Ich hätte keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll, dass mein Hund das so schön und so schnell macht. Und das ist ihr Ziel und sie kommen an und sagen so, uff, geschafft. Und alle Anspannung, alle Motivation geht aus ihnen raus. Und das Spannende ist, das kommt darauf an, wo dein Ziel war. Und nicht, was du jetzt mittlerweile leisten kannst. Ne? Also es gibt Leute, die zwitschern in einem Jahr von der A1 in die A3 durch und sagen, so, jetzt kann ich endlich die Qualis laufen für irgendwas. Die haben bis dahin kein Problem. Aber auf einmal bei den Qualis hängen sie fest, weil sie sind jetzt bei ihrem Ziel angekommen. Ihr Ziel war, den Hund schnell die A3 zu führen und dann Qualis laufen zu können. Ziel erreicht, das sagt deine mentale Ebene, dann brauchen wir uns ja jetzt nicht mehr anstrengen. Wir haben ja das Ziel erreicht. Das heißt, meine Kunst ist dann, den Sportlern das nächste, vielleicht sogar das übernächste Ziel schon mal zu aktivieren und zu sagen, okay, sieht so aus, als würdest du jetzt beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal deine A3 schaffen. Wie geht es denn dann weiter? Willst du Qualis machen? Oder willst du sogar Deutsche oder Europa- oder Weltmeisterschaften laufen? Nur, wenn ich dann nachfrage, ja, das wollen alle irgendwie. Es wäre schön, wär's schon. Und wenn ich ihnen dann vorglühe auf das nächste Ziel und neue Ziele schaffe, dann kriegen die das Loch nach Erreichen der A3 nicht. Also wenn ich sage, okay, du willst also Qualis machen für die Deutsche, die sagen ja, dann sagen sie, wow, ich habe es geschafft, ich bin in der A3. Sag ich, super, damit bist du geil vorbereitet für den nächsten Schritt.
Und so die rechtzeitig zu führen, machst du es zu früh, frustest du, weil das Ziel zu weit entfernt ist und sie sich nicht mehr trauen und sagen, nee, man darf das nicht denken, sonst geht es nicht in Erfüllung oder so lustige Sachen. Und machst es zu spät, dann rauschen sie da in das Loch. Die zweite Gruppe, die sagt, wow, die sind voller Zweifel. Die sagen, jetzt werde ich mit den ganz großen Turnen. Und es ist völlig egal, ob die in A1 aufgestiegen sind oder gerade die Quali für die WM geschafft haben. Die haben dann innerlichen, unheimlichen Respekt und sagen, boah, all die Leute, die ich jetzt bewundert habe bis jetzt, gegen die muss ich jetzt antreten. Ich bin doch gar nicht so weit. Und haben große Zweifel an sich, an Hund, an Trainer und an allem. Und das ist auch gut so. Zweifel sind richtig gut, wenn sie an der richtigen Stelle sind. Richtig sind sie im Training. Wenn ich dann zu meinem Trainer gehe und sage, hallo Jan, ich will zur WM, Gott sei Dank, ich darf das sagen, weil ich bin total unverdächtig, jemals wieder in irgendwas eine WM zu machen. Ich will zur WM und ich habe große Zweifel, weil an der Stelle kriege ich es einfach noch nicht zuverlässig gebacken. Ich muss das noch stabilisieren, ich muss es hinkriegen, ich muss auch noch ein bisschen Zeit machen und. Zeig mir das. Da sind Zweifel und Selbsterkenntnis, dass irgendwas nicht passt. Gut, sehr gut. Das motiviert und das gibt dem Trainer irgendwas, wo er dann mal trainieren kann. Da muss er nicht selbst hingucken und sagen, was fehlt denn noch? Das ist auch gut, aber da kann ich den Trainer mit in der Motivation nehmen, wenn ich es ihm so sage. Aber dann müssen die gleichen Leute verstehen, im Wettkampf, im Turnier, auf der A3 oder auf der WM haben Zweifel nichts zu suchen. Da sind sie destruktiv, da ziehen sie dich runter, da machen sie dich fertig. Und das zu lernen, mental das eine zuzulassen und das andere abzuschalten und zu sagen, jetzt nicht alle Zweifel bitte hinten anstellen, ihr seid heute Abend wieder dran. Jetzt nicht. Jetzt gehe ich einfach raus und mache alles, was ich kann. Das ist für die Kunst. Und die dritte Gruppe, die steht vor dir und sagt, war doch nur Glück. Ich kann da doch nichts für. Das ist einfach so passiert. Das war eigentlich ein Versehen. Ich wollte ja gar nicht aufsteigen oder die Quali laufen. Ich habe gedacht, ach, mach mal. Und gerade aus dieser Lockerheit, ach, ich mach mal, klappt es dann auch, wenn sie gelassen und ruhig sind. Und dann haben sie auch die Konzentration. Dann können sie auch zeigen, was sie können. Und dann sagen, um Gottes Willen, jetzt bin ich da drin. Nee, ich mach das lieber nicht oder sowas. Und bei denen ist es dann ganz wichtig, dass man so abholt und sagt, ja, stimmt, du hast Glück gehabt. Aber Glück gehört zum Sport dazu. Wirklich zu jeder Sportart. Auch beim Schach gehört ein gewisses Glück im richtigen Moment dazu, dass der Gegner sich von irgendwas ablenken lässt oder dass man selbst nicht abgelenkt wird oder dass irgendetwas passiert in dem Gesamtkonzept, das mir einen Vorteil gibt, dann habe ich Glück gehabt. Also selbst beim Schach. Aber bei den anderen Sportarten ist das auch so und bei Agility auch sehr. Wir sind in einem Umfeld von viel Publikum, gerade wenn es je höher es geht oder zumindest andere Sportler. Da spielt Richter irgendwie eine Rolle, da spielt der Platz eine Rolle, die Situation auf dem Platz, der Boden, die Geräte, alles spielt eine Rolle. Ja, man kann Glück haben. Und dann ist es wichtig, dass man sagt, wenn man jetzt einfach nur sagt, ich habe Glück, ich werde es nie wieder haben, passiert genau das. Du hattest Glück und du wirst es nie wieder haben, weil du ganz überzeugt davon bist, dass du es nie wieder haben wirst. Man kann es aber auch umgekehrt sehen und sagen, ach was, guck, ich bin ein Glückspilz. Dann lass uns doch mal zusammensetzen und mal zu überlegen, was hat denn diesen Erfolg ausgemacht? Was hat mir denn dieses Glück genutzt und wie kam es zustande? Vielleicht kann ich ja das, was glücklich passiert ist, lernen und sicher zeigen. Oder vielleicht gibt es ja einen Weg, dass ich dem Glück eine größere Chance gebe, sodass es mich leichter und schneller findet. Und das ist ganz schwer für Sportler, egal welche, wenn die einen Wettkampf gemacht haben und es gut gelaufen. Egal, ob sie den jetzt wirklich gewonnen haben oder erstaunlich hoch gekommen sind.
Ja, wenn die irgendwie Meister geworden sind oder sowas, dann haben die alle erstmal einen Kasper im Kopf und sind, und 100.000 Leute gratulieren, alle klopfen dir auf die Schulter und so, da brauchst du nicht mit jemandem zu sprechen. Aber so wie die ein bisschen runterkommen, angle ich mich die, mir die in ruhige Ecke, sag, hinsetzen, wir analysieren. Dann schauen die mich furchtbar erschüttert an und sagen, wieso, es war doch gut. Sag ich, ja, drum. Ja, wieso, was willst du da analysieren? Das war doch alles gut. Ja, genau drum. Lass uns aus deinem Glück und aus deinem Erfolg lernen. Lass uns versuchen zu verstehen, was ist passiert, dass das so passiert ist. Und wir schreiben das jetzt auch auf, weil wenn du das nächste Mal in die Situation kommst oder vor der Situation stehst, dann schauen wir uns das nochmal an und überlegen, können wir das hier wieder so hinbekommen, dass die gleiche Situation steht, dass die gleiche Relation bestehen, dass ich mental genauso drauf bin, dass mein armer Hund genauso mental drauf ist, den ich ja steuere. Und wenn ich das hinbekomme, dann daraus zu lernen, dann komme ich schnell und sicher vorwärts. Ich nenne diese Phase, diese Analyse nach dem Sieg, die Stunde der Sieger, wer die einfach vor, weggleiten lässt. Einfach nur im Taumel seiner Glücksgefühle und sich dann noch einen auf die Lampe gießt. Das ist echt schade drum. Also, das muss auch keine Stunde sein. Da langt auch mal eine Viertelstunde oder auch nur 10 Minuten oder auch mal ein bisschen länger. Aber wenn du da einsammelst, die Faktoren, dann ist toll. Und dann kommst du aus diesem, auch aus diesem Loch raus. So muss ich den Hörern, die wir draußen hoffentlich zahlreich haben, sagen, hey, entscheide mal selbst, aus welcher Gruppe du bist. Bist du aus dieser Uff-geschafft-Gruppe? Bist du, oh weh, ich muss mit den Großen turnen und zweifelst? Oder schreibst du deinen Erfolg und Glück zu und nutzt das nicht? Je nachdem, man kann das lernen. Ich weiß, ich habe das jetzt nur angerissen, da gibt es viel mehr zu sagen. Kann man auch, aber nicht in unserem Rahmen, denn wenn ich auf die Uhr schaue, merke ich, wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Und aber es macht halt auch Spaß mit dir, Jan. Wahnsinn, Friedrich, wirklich. Du hast uns heute richtig viel Inhalt geschenkt. Gestatte mir eine letzte Frage, bevor wir in die schnelle Frage-Antwort-Runde gehen. Wenn wir hier an der Stelle Wünsch dir was spielen würden, was würde sich ein Friedrich Suhr mit seiner Profession und mit all dem, wofür er steht, wie er denkt, wie er handelt, sich für die Agility-Szene wünschen? Ich würde mir das Gleiche wünschen, dass ich für alle Sportarten mir wünschen würden, die mit Hunden und mit Tieren umgehen, genauso gut für Reiter oder für andere, von Anfang an mehr verstehen, wie ein Hund mental funktioniert. Der hat auch eine mentale Ebene und die ist gar nicht so unähnlich unserer. Der hat auch ein Lernhirn und er hat ein Reflexhirn und all das funktioniert sehr, sehr ähnlich. Dass man vielleicht Hundeführer viel früher da abholt und ihnen erklärt, wie das zusammenhängt bei ihnen und bei denen. Mit ein bisschen Glück hätten die Hunde weniger Druck und die Menschen auch. Das wäre es wert, denke ich. Ich weiß nicht, ob da viele Hundeführer dabei wären, aber ich würde das sehr, sehr gerne dort weiter anbieten. Übrigens für Menschen, die mit Kindern umgehen, würde ich mir das auch wünschen. Zum Beispiel Eltern oder so. Aber okay. Das wäre schön, wenn da ein tieferes Verständnis wäre und wenn Menschen sehr früh verstehen würden, wenn sie mit Tieren, mit Hunden umgehen, dass sie der steuernde Faktor sind. Dass sie bei ihren Tieren den Stress auslösen, den sie dann nachher an ihnen bemängeln. Und wenn sie dafür ein Gefühl haben und sagen, okay, ich weiß aber, was ich tun kann, dann ist gut. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Und vielleicht kommen wir dann auch wieder in eine etwas entspanntere Hundesportwelt, die mit mehr Freundlichkeit und mit mehr Respekt, mit den Tieren und auch mit den Kollegen umgeht. Cool, Friedrich. Ganz am Ende, kurze Frage, kurze Antwort. Ich gebe was vor, nicht lange nachdenken, einfach raushauen, was in deinem Kopf ist. Mentales Training ist für mich. Faszinierend, weil es so irre breite Bandbreite hat. Und weil jeder Mensch da ein bisschen anders ist und weil es aber trotzdem viele Gemeinsamkeiten gibt. Und das ist was, was mir noch keinen Tag langweilig geworden ist. Und ob du mir das glaubst oder nicht, ich setze mich abends hin und lese gerne noch mal ein Fachbuch drüber, weil ich es spannend finde. Ich kann da irgendwie nicht genug bekommen. Das ist genau mein Ding. Cool. Meine Lieblingsübung in meinen Seminaren. Das ist schön. Alle Übungen.
wo zwei Dinge passieren. Entweder wir lachen richtig zusammen, haben Spaß zusammen, oder wenn meine Teilnehmer da sitzen und ich sehe so total erstaunte Gesichter, ach so, ja, stimmt, ja, warum hat mir das vorher noch keiner gesagt? Das liebe ich sehr, weil dann weiß ich, dann bin ich bei Ihnen angekommen, dann werden Sie es mitnehmen, dann werden Sie es umsetzen können. Mein Hund, meine Hunde sind für mich. Mein Spiegel, die zeigen mir, wie ich drauf bin. Mein Kumpel, mein Freund, mein Tröster, mein Türöffner. Seitdem ich Hunde habe, habe ich so viele Leute kennengelernt. Und vor allem mein Spaßmacher. Also mein Hund bringt mich auch immer zum Lachen. Und ob du es glaubst oder nicht, manchmal bringe ich sie auch zum Lachen. Mein Hund kann lachen. Das gefällt mir sehr. Friedrich, der wichtigste Satz, den du je im Mentaltraining gehört hast. Vertrau deinem Hund ist ein ganz, ganz wichtiger Satz für mich. Die wissen so viel, die können so viel und wir sollten ihnen einfach ein bisschen mehr vertrauen. Und das Zweite, was mir ganz wichtig ist, das hat einer meiner ersten Aki-Trainer, vielleicht kennen ihn noch manche, Roland aus Luxemburg, hat mir den beigebracht. Ich war sehr verkrampft beim Laufen, weil ich wollte, dass das jetzt hinkommt. Und ja, ich gestehe, ich bin nicht frei von Ehrgeiz. Und dann hat er mich zur Seite genommen und gesagt, pass auf, Friedrich, Agility ist dein Spiel. Du musst das Spiel spielen, nicht kämpfen. Und da habe ich eine lange Zeit drauf rumgekaut und dann bin ich ein bisschen innerlich rot geworden und gedacht, scheiße, der hat recht. Und das war lange Zeit für Agility meins. Und wenn ich Menschen auf dem Parcours sehe und auf dem Turnier sehe und sehe, die sind weich und die haben Spaß und die spielen das, dann wird das meistens sehr gut. Und wenn ich Menschen sehe, die es zwingen wollen, sinken die Chancen schon deutlich. Was für ein Satz, der gefällt mir richtig, richtig gut. Agility in Deutschland wird sich in den nächsten 5 Jahren schon wieder unheimlich weiterentwickeln, beschleunigen. Wir werden neue Herausforderungen sehen. Es wird wieder irgendwelche neue Schwierigkeiten geben. Und es ist auch toll so, denn das zeigt, dass wir eine so hohe und dichte Spitzen an fantastischen Läufern haben, während die, was sich nicht weiterentwickelt, ist das Siegerpodest. Da ist immer nur Platz oben für einen, vielleicht manchmal für zwei, wenn es ums die Hundertste geht. Aber es wird schwieriger werden, es wird schneller werden, es wird herausfordernder werden. Das ist aber für mich eine gute Nachricht, denn desto schneller, schwieriger, herausfordernder das ist, desto klarer musst du im Kopf sein, um da noch gut durchkommen zu können. Du musst mental wirklich genauso stark sein wie körperlich, sonst wird es schwer. Ganz am Ende, was ich gerne jedem Agisportler hier an dieser Stelle mitgeben würde. Also ein bisschen mein Lebensmotto auch, hab Spaß, das Leben ist schön, auch wenn man es nicht immer merkt. Wenn man genau hinschaut und mal vergleicht, wie es so ist und was alles sein könnte und was alles nicht ist und wie viel Glück um einen rum ist, das Leben ist schön und deshalb soll man Spaß daran haben und es nicht verschwenden. Was für schöne Schlussworte, Friedrich. Wir lassen es genauso stehen. Vielen, vielen Dank für das, was du uns heute geschenkt hast, für deine Zeit und für das, was du bisher in der Szene mit dem, was du machst, schon an positiver Arbeit geleistet hast. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich, dass ich hier bei dir sein durfte in so einem erlesenen Kreis. Die anderen in deinem Podcast sind ja wirklich auch große Nummern im Agility-Sport und dass ich dazukommen durfte, hat mich sehr gefreut. Ich habe es auch sehr genossen, das mit dir zu machen, weil du gerade auch so eine freundliche und offene, positive Art hast. Und wenn man einen Partner hat, mit dem man das so machen kann, dann macht das richtig Spaß. Also insofern habe ich mich zu bedanken, dass ich bei dir sein durfte. Von Herzen gern, Friedrich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Auf Wiederhören. Okay, tschüssi.